herzlich willkommen nochmal zurück von dem Kanal. Wir sind vorhin kurz unterbrochen worden, was auch nicht so dramatisch ist. Wir werden jetzt hier nochmal machen. Wir gehen jetzt nochmal hin, nehmen uns die ganzen Flächen, die wir vorhin auch gemacht haben, weil die Lampen haben wir jetzt in diesem Bereich fertig. Jetzt markieren wir uns wieder die Flächen. Was ich nun jetzt gerade auch noch eben kurz gemacht habe, ist, dass wir diesen Bereich hier jetzt auch noch mal kurz abgetrennt haben, um hier besser dann die Tapete zu machen oder die Wandfarbe. Dann ist nämlich die Toilette so gesehen für sich oder auch nicht. Dann werden wir hier das End auch noch schnell machen, indem ich wieder hingehe, dieses nicht markiere, eben zurückgehe. Wir brauchen diesen Bereich. Und dann werden wir mal ungefähr hier so machen. So, dann nehmen wir uns noch mal eins und setzen dieses hier dran. So, jetzt können wir noch mal loslegen. Wie gesagt, wir nehmen uns noch mal die Flächen, nachdem wir jetzt alles soweit haben. Die Fläche brauchen wir, dann hätten wir die Flächen. Müssen wir hier aufpassen, liebe Zuschauer, nicht, dass wir unseren Glas hier gleich mitmachen. Weil unser Glas wird hier definitiv nicht die Farbe kriegen. So, dann haben wir die Fläche. Dann gehen wir auf die Fläche. Und dann hätten wir rein theoretisch alles markiert. Liebe Zuschauer, ich weiß nicht, was heute los ist. Es tut mir schrecklich leid. Einmal Telefon, Haustür. Wie gesagt, ich bin nebenbei noch selbstständig. Dieses kann jetzt aber warten. Ich habe gerade nach der Nummer geguckt. Das hat jetzt hier keine Eile. Wir müssen dieses hier dann auch noch markieren. Dann hätten wir gleich alles markiert. Bis auf die Scheibe, die dürfen wir nicht markieren, weil das ist ja eine Scheibe. Dann hätten wir auch den Bereich hier unten noch. Und dann müssten wir eigentlich alles markiert haben. Haben wir, so wie wir es haben wollen. Jetzt gehen wir hin und Nehmen uns die Farbe, liebe Zuschauer. Wieso ist die Farbe nicht da? Die Farbe ist nicht da. Finde ich jetzt gar nicht witzig. Wieso haben wir dann hier keine Farbe? Da haben wir unsere Grundfarbe. So, diese Grundfarbe ändern wir in einem nicht in diesem Ton. Was machen wir denn jetzt da? Wir müssen dieses nur mal kurz ändern. Das war nämlich jetzt falsch. Wir müssen hier hingehen, müssen eine neue Farbe zuweisen. Am besten nehmen wir uns dieses als Test und tun eine neue Farbe zuweisen. Das hätten wir früher machen sollen, also gehe ich zurück, entferne das, das geht jetzt nicht. Warum geht das nicht? Dieses entfernen wir, nehmen uns diese Fläche, nehmen uns einen neuen Material, tun es hinzufügen, machen hier die Farbe, nehmen wir mal so schön grün und tun es auf zuweisen.
So geht es normalerweise. Wieso er das jetzt nicht macht, weiß ich nicht, lieber Zuschauer. Doch weiß ich, so, indem wir einfach mal vielleicht auch dieses hier nehmen. Wir gehen aber hin und machen so ein helles Grün. Das Grün gefällt mir auch noch nicht. Diese sieht schon besser aus. Nehmen uns auch dieses, gehen wir hin, zuweisen und dann hätten wir die Farbe. Dieses machen wir dann jetzt ganz einfach, indem man das nicht alles einzeln machen braucht. Das haben wir schon. Und gehen dann hin und markieren uns wieder die Flächen. Und tun das dann gleich kurz eben abspeichern. Dieses tun wir zuweisen. Das hat er nicht gemacht. Wieder sehr wahrscheinlich zu schnell gewesen. Ja, schnell gewesen. Auch das passiert mir. Dann gehen wir hier hin, zuweisen und dann haben wir die Farbe. Dieses machen wir hier auch. Einfach wieder alles anklicken. Alles anklicken, was wir in der Farbe haben wollen. Das wollen wir nicht. Drücken, zuweisen und dann hätten wir die Farbe. Dann zeige ich euch gleich, wie es dann aussieht, wenn wir dieses dann fertig haben. Man könnte auch Tapete machen in der Textur, werden wir hier aber nicht machen. Nicht, weil ich es nicht mag, sondern ich wüsste nicht, welche. Ja gut, das weiß ich nicht, liebe Zuschauer, möchte ich jetzt auch ehrlich gesagt nichts Falsches sagen. Wenn ich weiß, wie es geht, vielleicht werden wir sogar so weit hingehen, dass wir die vielleicht Raufaser dran machen. So, jetzt gehen wir mal auf diesen Ob. So, dann hätten wir, wie ihr seht, liebe Zuschauer, diese Farbe. Alles grün, so wie es sein sollte. Hätten wir fertig. Jetzt gehen wir natürlich hier hin und nehmen uns die nächste Farbe, indem wir wieder auf Objektmodus gehen, nehmen uns wieder ein neues Objekt, gehen wir Eingangszeile uns neu machen. Dann nehmen wir so einen Gelbton und gucken uns mal eben kurz an, wie das aussieht, zuweisen. Und dann haben wir so einen Gelbton. Dieses machen wir auch wieder, indem wir alles hier markieren. Bis auf natürlich wieder die Fensterscheibe nicht. Die wird ja als Fenster und die bekommt dann nicht. Das wollen wir nicht, wir wollen das. Gehe ich dann wieder hin, drücke diese Farbe, mache auf Zuweisen. Und dann hätten wir diesen Ton drin. Dieses machen wir hier auch. Hier wieder auf Zuweisen. Und dann hätten wir das gleiche machen wir hier auch. Indem wir die Farbe wieder nehmen, zuweisen. Und hier in diesem Bereich wird das auch noch kommen. Und dann wieder die Fenster nicht, weil dieses Fenster ist ja, wie gesagt, ein Fenster und dann braucht ein Fenster nicht die Farbe. Dann gehe ich wieder hin, mache auf Zuweisen, zack, und so sieht dann dieser Bereich aus. Somit hätten wir jetzt, liebe Zuschauer, schon mal den nächsten Schritt gemacht, indem wir
uns jetzt hier, wenn wir in diesen Objektmodus reingehen, unsere Wandfarben haben. Jetzt haben wir die Wandfarbe. Jetzt machen wir, indem wir hingehen, wo ich jetzt aber, das, liebe Zuschauer, mal kurz überlegen muss. Eigentlich würde ich gerne das gerne anders haben. Jetzt wäre natürlich von Holz nicht verkehrt. Gut, können wir jetzt nicht machen. Gut, können wir nicht machen. Jetzt gehen wir in unseren nächstes Sache rein, indem wir wieder hier unseren Edit-Modus nehmen. Jetzt muss ich nur hier mal kurz überlegen. Kurz überlegen, liebe Zuschauer. Machen wir das jetzt rein, theoretisch? Wir gehen wieder hin, nehmen uns diese Kante, drücken wir Shift S, haben wir den Cursor, nehmen uns einen neuen Würfel, gehen wieder hin, GZ 1, dann liegt der Würfel wieder hier direkt dran. Drücken hier oben auf Flach, dann ist nur hier, da kommen wir schon zu mir. Dann gehen wir auf GZ minus 1, 1 Punkt. Na, 1. Was machen wir denn jetzt hier? Minus 1 Punkt 8. Enter. So, liebe Zuschauer, auch dieses kann mir passieren. Minus 1 Punkt 8. Enter. Und haben jetzt so gesehen unsere erste Ecke. Die werden wir jetzt nehmen, machen wir GX. Wir wollen ja schließlich, dass es anpasst. Das passt dran. Jetzt fragt euch, wieso mache ich das jetzt so? Wieso mache ich jetzt nicht sofort? Ganz einfach, dieses wird ein separates Ding gemacht, weil dieses gehört hier zum Büro. Dann gehen wir nämlich wieder hin, machen dann hier P, neue Auswahl, hätten wir so gesehen jetzt unseren neuen Würfel. Dann gehen wir hin, das ist die Anzahl, gehen wir hin. Und dieses beschreiben, indem wir dieses jetzt schreiben. Jetzt haben wir statt Mauer haben wir Bauer geschrieben. Mauer. So, jetzt gehe ich wieder hier hin, mache Editiermodus. Jetzt müssen wir überlegen. Wir haben hier 2 Meter. Nehmen wir G. Y hätten wir 4 mit M drin, mit auch M 4 hätten wir 6, machen wir 5, 5, 5, dann müsste es. Rein theoretisch haben großen Bagger, das heißt, wir müssten
Wir mit 5 Meter. Ich hatte vorher. Dann machen wir das mal anders. Die x minus 1. Dann haben wir 6 Meter. Sind wir auf der sicheren Seite. Wir gehen somit hier wieder hin. Drücken GZ, weil wir haben hier eine Höhe von 3 Metern. Drücken den ganzen Würfel, GZ, 3 Meter plus 2, sind mal 5 Meter. 5 Meter müsste rein theoretisch passen. Dann gehen wir hier hin, nehmen uns diese Kante hier, drücken wieder Shift-S, nehmen diesen Cursor, nehmen uns wieder einen neuen Würfel, gehen dann hin und machen das bei GZ minus 1, Enter, dann haben wir den hier wieder schön dran, gehen dann wieder hier mit hin, drücken Y1.8, dann haben wir die Mauer, dann nehmen wir uns wieder das Ganze, drücken wir GX minus 1. Minus 0.8. Enter. Und dann haben wir hier dieses auch schön angeschlossen. Jetzt ist es aber noch zu hoch, indem wir jetzt wieder hingehen und diese Fläche nehmen. Wir haben gesagt, wir haben eine Höhe von 5. Wir lassen das mal eben kurz, liebe Zuschauer. Wir lassen das kurz. Wir gehen nochmal kurz hier in unsere Eingangshalle. Jetzt haben wir das falsch gemacht. Drücken nochmal im Delete-Modus. Nehmen uns hier wieder die Kante, nehmen uns eine neue Würfel. Nein, erstmal Shift. Also, nehmen uns jetzt einen neuen Würfel, dann wieder GZ1, sind wir direkt wieder an der Kante. Drücken dann hier wieder die Hauptfläche, GZ, minus 1, 1.8, Enter und dann hätten wir das genau perfekt dran. Jetzt nehmen wir uns wieder das Ganze hier, drücken dann GX1, Enter und dann hätten wir diesen Bereich. Jetzt gehen wir hin. Müssen wir rechnen, drücken GX, ach X, minus 1 war es nicht, minus 2 auch nicht, nur 1.8, 1.9, 1.8, 1.8, 1.8, 1.2, 1.4, 1.5, 1.9. Liebe Zuschauer, das ist jetzt sehr, 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 sehr. Wir nehmen uns jetzt hier nochmal GX, X plus 1. 2 ist zu viel. 1 Punkt 9. 6, ich glaube 6, nein 6 nicht, nehmen wir die 5, kontrollieren nochmal, es sieht aber so aus, als wenn also dieses passt irgendwie nicht.
Z. Dann GX1. Und ach. Was haben wir denn da jetzt hier? So. GX2. Ach, minus 2 hat man nicht. 1. Punkt 8, 1.6, 1.9, 6 ist auch nicht, 5, 2, 5, 4, 5, 3, Enter. Jetzt müssten wir rein theoretisch hier genau dran sein, rein theoretisch, praktisch. Sind wir um 1 mm gx 0.001 Und jetzt sind wir genau passend dran. So, jetzt sieht das besser aus. Jetzt sind wir direkt dran. Wie gesagt, auch dieses ist hier einfach, liebe Zuschauer, ist nur Fummelarbeit. Aber dafür ist der Erfolg hinterher groß. GX. 6, nicht, 8, nicht, 9, nicht, 12, 11, müssen wir jetzt hier rein theoretisch. Perfekt. Liebe Zuschauer, was haben wir gemacht? Wir haben hier einen Fehler gemacht. Wir haben unsere Treppe zugemacht. Das ist aber kein Thema, weil dieses werde ich euch gleich zeigen, wie ich das ändere. Dx, x. 12 ist definitiv zu viel, 10 ist zu viel, 9 ist zu viel, 5 ist zu viel, 6.2 ist zu viel. 1 ist 4, 0, 2, 0, 4, 0, 0, 5, Enter. Nochmal hier ein bisschen kurz kontrollieren. Somit haben wir hier wieder einen Fehler, gx 0.001, das ist nicht minus 2.1, 2, 3, 4. Gucken, ob das anschließt. Es passt auch. Jetzt haben wir im Prinzip das erste hier soweit unten erstmal das Gebäude fertig. Jetzt haben wir aber ja hier gemacht gehabt, das zugemacht. Bringt auch nichts. Weil wir müssen ja rein theoretisch haben wir einen Fehler gemacht. Weil genau, ihr seht es gerade selber, wir haben doch hier unsere Treppe. So. Dieses passt. Das passt. Somit haben wir unsere Treppe. Die Lampe passt auch perfekt rein. Gehen dann jetzt erstmal hin und machen hier auf jeden Fall erstmal Teil Bayern. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich wie immer freuen über einen Daumen und werden dann in unsere nächste Folge
hier weiter an diesem Büro arbeiten, indem wir dann hingehen, was mir schon sehr gut gefällt, um die nächste Mauer zu bauen. Somit danke ich euch. Bis dahin alles Gute. Wir hören uns.